Herzlich willkommen zu diesem Video-Workshop. Mein Name ist Max Frankl. Schön, dass du dabei bist. Ja, dieser Workshop ist eine Ergänzung zu meinem Interview im Heft von Gitarre und Bass, wo mich Wolfgang Kehle ja ein paar Sachen zu meinem Stück Eiszeit gefragt hat. Und ich möchte heute mal auf zwei Dinge mal genauer eingehen. Das eine sind Triad Pairs und das andere ist mal, wie man über einen bestimmten Sound aus diesem Stück improvisieren lernt, wie man das so macht, dass man wirklich eigene Ideen entwickelt und seine eigene Stimme dabei nach vorne bringt. Ja, wenn du irgendwelche Fragen hast zu diesem Workshop, bitte melde dich bei mir. Das geht entweder in der Facebook-Gruppe, die heißt Jazz-Gitarren-Helden. Kannst auf Facebook einfach mal danach suchen oder du schickst mir einfach eine E-Mail max@maxfrankelacademy.com. Und natürlich ist es auch so, dass ich auch in dieser Facebook-Gruppe Jazz-Gitarren-Helden weiteren Content zu diesem Thema bereitstellen werde. Das heißt, wenn dich das noch mehr interessiert, dann komm doch bitte in die Gruppe und schau da mal, was wir zusammen alles anschauen. Schön, jetzt geht's los mit unserem Video-Workshop. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Wir fangen jetzt direkt an mit der ersten Sache, die wir zusammen anschauen. Das ist ein Akkord aus Eiszeit und den habe ich genannt A-Moll 11 über E. Ich spiele den mal kurz vor. Das ist ein Sound, der mich sehr fasziniert und den ich sehr interessant finde. Und wenn wir jetzt da eine Tonleiter zuordnen wollen, dann geht das ganz einfach, denn ein Moll-11-Akkord kommt sehr oft in Dorisch vor. Das heißt, ein A-Moll-11 ist ein Bestandteil von A-Dorisch. Und wenn du gut aufgepasst hast in der Harmonielehrestunde, dann weißt du, dass A-Dorisch G-Dur entspricht. Das heißt, die Töne von G-Dur passen wunderbar über diesen Akkord. Das heißt, jetzt haben wir schon mal eine Möglichkeit, wie wir über diesen Akkord improvisieren können. Wenn du ihn spielen willst, wenn du noch genauer wissen willst, was da drin ist, ganz einfach Basston E. Dann greife ich mit dem dritten Finger auf der D-Seite im fünften Bund das G. Ich greife mit dem vierten Finger auf der G-Seite im fünften Bund das C und greife mit dem ersten Finger auf der H-Seite im dritten Bund das D und spiele dann noch die hohe E-Seite. Das heißt, diesen Sound kann man ganz einfach üben. Jetzt wissen wir, der kommt aus A-Dorisch, die dazugehörige Tonleiter ist G-Dur. Ich bin ein sehr großer Fan davon, die Gitarre nicht nur in unterschiedlichen Positionen zu lernen, also so wie du das vielleicht zu Beginn deiner Laufbahn gemacht hast, dass du einfach die fünf Positionen der Pentatonik, der Moll-Pentatonik gelernt hast. Klar, ich glaube, damit fängt jeder Gitarrist, jede Gitarristin irgendwann mal an. A-Moll-Pentatonik, fünfter Bund und dann wird einfach super improvisiert und versucht bluesig zu klingen. Ist auch eine super Technik. Es führt dann dazu, man lernt dann alle fünf Positionen und bewegt sich dann immer so den Hals auf und ab. Das ist eine sehr wichtige Technik und ich würde dir auch empfehlen, G-Dur in allen fünf Positionen auf dem Griffbrett zu spielen und zu üben. Das ist aber nicht das, was wir heute machen. Was wir heute machen, ist eine andere Technik, die ich auch sehr spannend finde. Ein Gitarrist, der das in letzter Zeit unglaublich virtuos und toll umsetzt und der die Gitarre wirklich so von Grund auf gelernt hat, ist Nir Felder. N-I-R-F-E-L-D-E-R. Nir Felder, der in New York wohnt, den ich auch schon ein paar Mal getroffen hatte. Ich habe ihn auch mal interviewt für meinen Podcast. Der ist ein wahnsinnig toller Gitarrist und der hat gesagt, er hat die Gitarre immer nur so gelernt, das heißt den Saiten nach. Und das ist eine Sache, die wir uns heute anschauen. Wir schauen uns jetzt heute mal an, wie eine G-Dur-Tonleiter so vom 0. Bund, vom 1. Bund bis zum 12., wie das aussieht. Was dann natürlich ganz wichtig ist, du musst mehr oder weniger wissen, welche Töne in G-Dur drin sind. Das ist ganz einfach. G-Dur hat wie viel Kreuz? Genau, ein Kreuz. G-Dur hat ein Kreuz, das heißt, alle Fs werden zu Fis und sonst haben wir die ganz normalen Töne, die wir auch ja, so hätten, ohne B, ohne Kreuz. Das heißt, eine G-Dur-Tonleiter ist ganz einfach G, A, H, C, D, E, Fis. Und dann sind wir wieder zu Hause beim G. Das ist eine G-Dur-Tonleiter. Und wenn du die Tonnamen noch nicht kannst auf dem Gitarrenhals, dann rate ich dir dringend, das nachzuholen. Da gibt es verschiedene super Techniken. Ich kann zum Beispiel total empfehlen Peter Fischers Note Location. Ist eine super Technik, die ich auch gelernt habe. Innerhalb von einigen Wochen kannst du da alle Töne, je nachdem, wie eifrig du lernst. Wichtig ist jetzt, dass wir eben den Tonnamen verbinden mit dem Sound. Und wir fangen mal an auf der hohen E-Seite. Dann wird es E, Fis, G, A, H, C, D, E. Das ist eine G-Dur-Tonleiter auf der hohen E-Seite. Und wenn du jetzt diesen Sound üben willst, dann geht das ganz einfach. Ich habe da ein wunderbares Pedal, was meinen Akkord freest und dann kann man darüber ein bisschen improvisieren.
Das hast jetzt schon sehr gut gehört, dass ich auch an einer Stelle habe ich mal einen chromatischen Ton eingebaut. Das ist lustig, wie manchmal das Gehör einem auch sagt, Mensch, Max, der Ton wäre auch cool. Das ist absolut erlaubt und super gut. Wichtig ist nur, dass du dich vor allem darauf konzentrierst, die Töne der G-Dur-Tonleiter zu spielen. Und das ist eine wunderbare Sache, was man jetzt hier auch gerade gehört hat, ist, wenn ich nur auf einer Seite spielen kann, dann muss ich melodisch viel bewusster vorgehen. Das heißt, ich muss Motive einbauen, aber der Vorteil ist, ich merke wirklich anhand von der Seitenrichtung sozusagen auch die Entfernung in der Tonleiter. Das ist sehr wichtig, vor allem für Leute, die bis jetzt nur die Positionen spielen. Das kann eine wahnsinnige, wie soll ich sagen, Entdeckung sein, das weiterzumachen. Was dann natürlich absolut wichtig ist, dass du es auf jeder Seite machst und dass du die Seiten auch kombinierst. Das heißt, wenn wir jetzt mal nochmal das Gleiche machen, ich kombiniere mal H- und E-Seite und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Kann man schon wahnsinnig spannende Sachen machen, das hast du jetzt schon gehört. Die Kombination von zwei Saiten, das ist echt interessant. Noch interessanter wird es, wenn man zwei Saiten kombiniert, die nicht nebeneinander liegen, zum Beispiel die G-Saite und die hohe E-Saite. Du musst dann natürlich wieder bei der G-Saite die G-Dur-Tonleiter lernen. Und wenn du jetzt die beiden kombinierst, dann kommst du auf noch spannendere melodische Ideen. Ich zeig's mal. Ja, also auch da kriegst du super spannende Sounds und das lohnt sich wirklich auszuchecken, das auf allen Seiten zu können und da mal wirklich rumzuprobieren. Das Ziel ist wirklich, dass du auf dem Hals total frei wirst und einfach da in der Lage bist, deine eigene Stimme rauszubringen, denn also großartig das ist, wie unsere Helden alle spielen, die gibt es alle schon, die braucht man nicht mehr. Die können wir jederzeit hören auf irgendwelchen Streaming-Plattformen, auf YouTube, im Internet, gibt es die überall. Die Frage ist ja, wie klingst du? Was hast du für einen Sound? Wie willst du spielen? Das ist das Interessante. Dadurch, dass wir alle unterschiedlich sind, kann man auch nicht sagen, jemand spielt jetzt ähnlich, nur weil er die gleiche Technik verwendet. Wir spielen alle natürlich unterschiedlich. Ein gutes Bild dafür ist übrigens, stell dir vor, es gibt doch sehr viele Leute, die Konzertpianistinnen oder Pianisten sind. Die reisen um die Welt, die spielen jeden Abend auf einem anderen Flügel. Die klingen doch trotzdem alle komplett unterschiedlich. Und das ist eben auf der Gitarre, wie ich finde, das Wichtigste, dass man seine eigene Stimme nach draußen bringt. Das ist auch das, was zum Beispiel einer meiner wichtigsten Lehrer, Wolfgang Mutspiel, immer wieder sagt und was man bei ihm auch sehr schön hört, dass er eben wirklich seine eigene Stimme, das, was ihn musikalisch ausmacht, in die Musik einbringt. Und das ist, glaube ich, auch das Tollste, was man in der Musik dann erreichen und machen kann. Ein kleiner Trick noch für, wenn du jetzt das so übst und dann denkst, Mensch, da habe ich Melodien gebaut, ist aber ein bisschen langweilig. Natürlich ist es wichtig, dass deine linke Hand belebt ist. Das heißt, du kannst jegliche Form von linker Handtechnik da jetzt hinzufügen und damit üben. Also ich nenne mal nur exemplarisch zum Beispiel Slides. Natürlich kannst du auch Hammer-Ons, Pull-Off, Vibrato, sämtliche Sachen, die dir einfallen, kannst du da reinnehmen und merkst dann, dass du so eben dann total zu einer, wie soll ich sagen, individuellen Ausdrucksweise kommst. Ich werde mal ein paar Sachen da jetzt reinnehmen, ein bisschen auf den Seiten improvisieren, auf jeweils G, H und E-Seite und dann mal ein bisschen linke Handtechnik einbringen und dann wirst du mal sehen, wie das klingt.
Da ist natürlich extrem wichtig, dass du die Dinge nimmst, die dich wirklich faszinieren, die dich wirklich umhauen. Da gibt es jetzt viele Sachen, die man nehmen kann. Man kann zum Beispiel Slides nehmen, man kann Hammer-Ons, Pull-Offs nehmen. Ich habe verschiedene Dinge, die ich wirklich gern mag und die kommen natürlich in meinem Spiel immer wieder vor. Das ist komplett logisch. So sollte das auch bei dir sein. Wunderbar. Das war mal eine kleine Lesson zu diesem Sound, wie man den so übt, dass der im Spiel dann auch wirklich wieder auftaucht. Und ich denke, dass auf einer Seite spielen, das ist wirklich ein super interessantes Konzept. Check das aus. Und wie gesagt, wenn du Fragen hast, meldest du dich in der Facebook-Gruppe der Jazz-Gitarrenhelden oder schreibst mir eine E-Mail max@maxfrankelacademy.com. Wir kommen zum zweiten Teil dieses Workshops und im zweiten Teil geht es um sogenannte Triad Pairs, also zwei Dreiklänge, die man für die Improvisation verwendet. Ja, was ist das? Das ist ganz einfach zu erklären. Ich werde es in einem Sound erklären, den du vielleicht schon oft gehört hast, den du kennst. Das ist ein lydischer Sound. Was ist ein lydischer Sound? Ganz einfach, du hast eine C-Dur-Tonleiter. Wenn du die von F nach F spielst, beziehungsweise wenn du den Akkord auf F aufbaust, einen Vierklang auf F aufbaust, dann kriegst du einen lydischen Akkord. Warum ist dieser Akkord lydisch? Ganz einfach, wenn du den Dreiklang aufbaust auf F, dann kriegst du F-A-C. Ganz einfach, ist ein F-Dur-Dreiklang. Wenn du dann noch eine Terz draufschichtest, kriegst du F-A-C-E. Das ist ein Vierklang, ein F-Major-7, also ein F-Dur-Dreiklang mit einer großen Septime. Wenn du dann weiterschichtest, nach dem E kommt das G. Was ist es in Bezug auf den Grundton F? Natürlich die große Non. Das heißt, du kriegst ein F-Major-7-9. Jetzt wird spannend, wenn du jetzt die nächste Terz draufschichtest, gehst du von G nach H. Und was ist das H über F als Grundton? Ganz einfach, das ist die Kreuz 11, also die erhöhte Quarte. Das heißt, auf der Gitarre kann man es super zeigen, wir spielen irgendein F. Und jetzt weißt du doch zum Beispiel, dass immer mit dem gleichen Finger, mit dem ersten Finger, hast du immer eine reine Quarte. Mit dem dritten Finger hast du eine Quint. FC. Und FH liegt jetzt genau dazwischen. Das ist der Tritonus, dieses Intervall. Und das ist die Kreuz 11. Das heißt, unser Akkord heißt jetzt im Moment FACE. Das ist der Vierklang, F Major 7. Und dann kommen noch dazu G und H, ist die 9 und die Kreuz 11. Wenn wir dann noch eine Terz draufschichten, dann kriegen wir noch das D dazu. Dann haben wir eine 13. Das heißt, unser Sound, der da entsteht, das ist ein F Major 7 Akkord mit den Tensions, mit den Optionstönen 9, Kreuz 11 und 13. So einfach ist es. Und dieser Akkord, der steht auf der vierten Stufe einer C-Dur-Tonleiter. Das heißt, wenn ich auf der vierten Stufe auf dem Ton F diese vier Klänge und dann noch die drei Optionstöne aufbaue, dann kriege ich diesen Akkord. Ein ganz schöner Klang. Ein super Voicing für diesen Sound ist das hier. Das ist ein Akkord, der mir wahnsinnig gut gefällt. Ich zeige dir schnell, wie der geht. Du greifst mit dem Zeigefinger auf der tiefen E-Seite im ersten Bund des F. Du greifst mit dem vierten Finger auf der A-Seite im dritten Bund des C. Dann hast du die leere D-Seite drin. Dann greifst du mit dem zweiten Finger auf der G-Seite des A. Und dann hast du noch die leere H- und die leere E-Seite. Wenn du jetzt gut aufgepasst hast, sind da alle Töne drin, die wir besprochen haben. F, A, C, E, H und D. Wunderbar. Das heißt, dieser Akkord ist genau dieser Vierklang, dieser lydische Vierklang. Und ich finde, der klingt ziemlich interessant. Kennst diesen Vierklang vielleicht auch, wenn du Fan bist von Steve Vai, von Joe Satriani, von Pat Metheny? In deren Musik kommen diese lydischen Sounds sehr oft vor und sind ein sehr wichtiger Teil von ihrer melodischen und harmonischen Sprache. Zurück zum Ausgang. Ich habe ja gesagt, wir beschäftigen uns heute mit Triad Pairs. Ganz einfach, wie das funktioniert, ist vollkommen leicht zu verstehen. Zwei Dreiklänge können den Sound eines Akkordes wunderbar ausdrücken. Jetzt wirst du sagen, warum? Das sind ja nur sechs Töne, zwei Dreiklänge. Da fehlen doch jetzt noch ein paar. Max, du hast doch gerade erklärt, dass dieser Akkord, den wir gerade jetzt haben, sieben Töne hat. Das ist absolut richtig. Das stimmt. Kann ich auch gar nichts dagegen sagen. Aber das Tolle ist eben, dass diese zwei Dreiklänge, die wir jetzt gleich besprechen, in ihrer Gestaltung, so wie sie aufgebaut sind, ein ganz starkes melodisches Gewicht haben. Warum? Dreiklänge ist so die stärkste melodische Struktur, die wir kennen. In jedem Kinderlied kommen immer Dreiklänge vor.
ein Sound, den wir ganz, ganz früh schon lernen, quasi mit der Muttermilch aufsaugen. Und diese Strukturen, die kennen wir in der Musik. Das heißt, was wir jetzt haben, wenn wir drei Klänge spielen über einen bestimmten Akkord, ist einerseits diesen starken Dreiklang-Sound, der uns sagt, du Max, das ist ein Dreiklang, das kennst du. Und dann gleichzeitig einen Akkord unten drunter. Und in dieser Kombination, Akkord und Dreiklang, kommt ein ganz toller Sound. Jetzt sagst du, Mensch, Max, wie klingt denn das? Das zeige ich dir jetzt, spiele ich gleich mal vor. Also wir haben diesen Akkord hier. Das ist unser Sound. Und die beiden Dreiklänge, die wir jetzt verwenden, ist ein F- und ein G-Dur-Dreiklang. Ich mache mal kurz vor, wie das klingt. Das heißt, diese beiden Dreiklänge, F-Dur und G-Dur, können diesen lydischen Sound super ausdrücken. Der F-Dur, ja, das ist mehr so ein bisschen der konservative Bruder, das heißt, da haben wir wirklich Grundton, Terz und Quinte drin. Und der G-Dur-Dreiklang, ja, da wird es spannend. Jetzt müssen wir analysieren, was ist G-Dur über F? Ganz einfach, G ist die Non, H ist die Kreuz 11 und D ist die 13. Das heißt, das ist der abgefahrene Bruder, der enthält überhaupt keinen Ton der ursprünglichen Vierklangskonfiguration von F Major 7, sondern nur die Tension, also die 9, die Kreuz 11 und die 13. Und deshalb ist dieser Dreiklang G-Dur über F auch so spannend. Wie wendet man das jetzt an? Ganz einfach. Wichtig ist natürlich auch hier wieder, dass man halt die Töne auf dem Griffbrett kann, dass man also wirklich weiß, wo ist denn ein G-Dur-Dreiklang. Könnte man jetzt zum Beispiel wieder auf der hohen E-Seite anfangen. Das ist ein G-Dur-Dreiklang, das heißt dritter Bund, siebter Bund, zehnter Bund. Ganz einfach. Wenn du den jetzt übst über diesen Sound, dann kriegst du diesen tollen lydischen Klang. Das funktioniert also wunderbar. Jetzt habe ich ja gesagt, tried pairs, also zwei. Da kann man jetzt ganz tolle Sachen machen. Zum Beispiel kann man diese drei Klänge sich jetzt in einer Position gut zurechtlegen. Ich nehme jetzt mal nur die G, die H und die hohe E-Seite. Da liegt G-Dur wunderbar hier oben, also so. Das heißt, ich spiele auf der hohen E-Seite 10. Bund und 7. Bund, auf der H-Seite 8. Bund und auf der G-Seite den 7. Bund. Und genauso liegt natürlich der F-Dur dann zwei Halbtöne drunter. Und natürlich liegt der G-Dur jetzt wieder in der anderen Umkehrung dann hier. Also auf der E-Seite 7, 3, H-Seite 3, G-Seite 4. Und der F-Dur natürlich dann wieder analog. Und jetzt, das Letzte, was wir noch machen, ist total spannend. Was du jetzt damit machen kannst, ist, wenn du jetzt so eine viertönige Struktur hast, dann kann man natürlich jetzt wunderbar Sechzehntel spielen. Wirst du wahrscheinlich jetzt gedacht haben, ja, spiele ich einfach Sechzehntel. Das heißt, mein Beat ist zum Beispiel 1, 2, 3, 4. Spiel zum Beispiel sowas. Das klingt schon ziemlich abgefahren. Was aber dann noch total cool ist, jetzt könntest du Achtel-Triolen spielen. Da hast du nämlich auf jedem Viertel dann drei Töne, spielst aber trotzdem diese Strukturen weiter. Das heißt, wenn wir uns das mal vorstellen, wenn unser Beat so ist, stellen wir uns mal Achtel-Triolen vor dazu. Da, 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 da. Und jetzt spielen wir aber trotzdem unsere melodische Figur. Da, 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 2, 3, 4. Das heißt, da haben wir jetzt einen wunderbaren rhythmischen Kontrast und können so mit diesen Triad Pairs total gut arbeiten. Das kannst du immer anwenden. Du kannst natürlich auch sagen, du machst jetzt nur eine melodische Figur, die nur drei Töne hat. Auch hier könnte man es wieder genau gleich machen, dass du eben sagst, okay, erstmal spiele ich da Triolen und jetzt spiele ich es in Sechzehntel. Das heißt, der Trick ist wirklich zu einer gewissen rhythmischen Freiheit, dass du eben bestimmte Unterteilungen wie zum Beispiel Sechzehntel dann dadurch rhythmisch ein bisschen spannender machst, indem diese Linien, die du spielst, halt nur drei Töne enthalten. Und das Tolle ist, dass gerade die Dreiklänge dafür super geeignet sind, weil dadurch sind diese drei Töne ganz, ganz stark und wir hören das als eigene Struktur. Wunderbarer Trick, mit Triad Pairs zu arbeiten. Check das mal aus.
Du kannst also immer, wenn du einen lydischen Akkord hast, immer den Dreiklang des Grundtons spielen und dann zwei Halbtöne drüber auch nochmal den Dur-Dreiklang spielen und diese beiden kombinieren. Auch hier wieder, erfind eigene Melodien, such nach deinem eigenen Sound. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann meldest du dich bei mir unter max@maxfrankelacademy.com oder in der Facebook-Gruppe Jazz-Gitarrenhelden und dann helfe ich dir weiter oder natürlich auch unsere super Community. Da sind wirklich jetzt schon mehr als 600 Gitarristinnen und Gitarristen am Start, die sehr gut sich auskennen mit dem Instrument, aber auch mit Improvisation. Das ist eine fantastische Community, die sich gegenseitig hilft. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann wende dich an die. Natürlich gibt es weiteren Content von mir auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com. Und wenn du in deiner Lieblings-Podcast-App nach Max Guitar Hangout suchst, dann findest du meinen Podcast, wo ich auch über viele Dinge rede, die fürs Gitarrespielen wichtig sind. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen zu diesem Video-Workshop. Und ich freue mich sehr von dir zu hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast und sonst, check diese Konzepte aus. Die sind wahnsinnig wertvoll und gut. Und ja, damit kommt man einfach vorwärts und hat mehr Spaß am Gitarrespielen. Wenn man mehr Spaß am Gitarrespielen hat, dann hat auch das Publikum mehr Spaß. Dann gewinnen alle. Dann ist alles wunderbar. In diesem Sinne, herzliche Grüße und viel Erfolg auf diesem Ding hier, auf dem Instrument. Wünscht dir dein Max Frankel. Bis bald.